Nun ging es also gegen den FC Vaduz im Rheinparkstadion, also in der Hauptstadt von Liechtenstein. Die Mannschaft selber vom FC Vaduz in der zweiten schweizerischen Liga angesiedelt, logisch hier in der Außenseiterrolle gegen Eintracht Frankfurt, doch die taten sich auch gegen Flora Tallinn etwas schwer, gewann trotzdem verdient am Ende beide Partien. Nun waren die in weiß gekleideten Gäste gefordert und Rebic setzte dann das erste Ausrufezeichen. Keine schlechte Möglichkeit aus der Distanz. Sechste Spielminute. So konnte man sich hier durchaus am Donnerstagabend mal annähern. Paciencia behauptet den Ball. Danny da Costa nochmal raus zu Ante Rebic und auch der besitzt das Auge. Der FC Vaduz tief gestaffelt, dementsprechend schwer durchzukommen. Gacinovic zu Ante Rebic. Und das hier war das übliche Spiel, bis irgendwann die Lücke gefunden wurde. Latte. Und dann geklärt. Keeper war nicht mehr dran. Und wir sehen es, der schlägt klar hinter bzw. vor der Torlinie auf. Vor dem Seitenwechsel nochmal eine Chance. Philipp Kostic fand hier aber noch nicht das Glück und setzte den Ball links vorbei. Das war's dann für die ersten 45 Minuten. Man konnte durchaus zufrieden sein. Hinten ließen sie nichts anbrennen, aber es fehlte der Treffer. Weiterhin hoher Druck der Hütter-Elf. Paciencia, Gacinovic. Schwer durchzukommen. Paciencia, irgendwie mit Glück, bekommt er den Ball dann auf den rechten Fuß. Er schließt ab aus kurzer Distanz, fackelt nicht lange. Und dann war das 1:0 endlich da. Weil der FC Vaduz da in der Defensive auch ein bisschen unglücklich aussieht. Büchel kann gegen diesen Schuss dann nichts mehr halten. Das war schon mal geschafft und man wollte nur noch einen draufsetzen. Danny da Costa versucht sich dann selber mal. Kein Problem für Büchel, aber trotzdem, die Abschlüsse waren da. Doch die Vorentscheidung fehlte noch. Nochmal eine Standardsituation. Philipp Kostic von der rechten Seite bringt ihn auch gefährlich rein. Und Lucas Toro mit der letzten Szene der Partie. Nochmal ein guter Kopfball. Doch das 0:2 wollte nicht fallen. Trotzdem ist es eine sehr gute Ausgangslage für die Frankfurter. Damit dürfte in der Regel nichts mehr anbrennen, wenn es dann zu Hause in der nächsten Woche in die Rückpartie dieses Spiels geht.